So, schauen wir uns mal im Archiv um, ne? Dann kann ich auch direkt mal nachgucken, wofür noch mal diese Schriftrollen sind. Ich glaube, da war ein Boni, ne? Aber ich bin mir nicht sicher. Oh. Okay. Ich wollte gerade sagen, man, ich fühle mich immer so gestrandet, wenn ich an einen von diesen Dingern dran klebe, weil ich nie genau weiß, wo ich dann als nächstes hin muss. Und jetzt sind die ersten Dinge gegangen, was ich gefunden habe. Und ja. Ja, Fähigkeitenpunkt halten. Irgendwie habe ich den Balken nicht gesehen. Aber ich vertraue darauf, dass. Ja, kannst du mir sagen, was das ist? Ist das die. Ob ich das hier eintauschen kann? Meister Cordova hat deine Beiträge zum letzten Forum sehr gelobt, Schwester. Er ist ein genialer Scholar. Und ein Kühler. Wir sollten sein Ansehen nicht unterschätzen. Boah. Ich glaube, ich kann Bonus kaufen, ne? Naja, Lichtschwertteile. Okay. Belassenheit, Knauf. Mäßigung. Ich habe genug von den Dingern, ne? Kommen wir erstmal über. Die Dinger. Eigentlich egal, ne? Damit kann ich nichts falsch machen. Danke. Das Wissen, das ihr gerettet habt, ist unbezahlbar. Verlocken, nicht wahr? Wir werden ja wohl genug Dinger bekommen, um die alle zu holen, ne? Sonst wird das ja keinen Sinn machen, ne? So, hier ist irgendwo noch ein Artefakt. Artefakt. Ich meine Schriftrolle. Oh Leute, wie habt ihr die selber nicht gefunden? Haben wir sie vor dem Imperium gefunden. Was zum Glück haben wir die hier im Archiv gefunden, ne? Wer hätte. Was wäre passiert, wenn halt jemand die gefunden hätte, ne? Wer weiß, wozu die Leute hier imstande sind. Ja, irgendwas ist hier noch. Ich glaube, da habe ich so eine Tür gesehen gerade, aber da bin ich ja schon durchgegangen, oder? Ne, da ist irgendwas. Der Mut welkt. Wo bist du? Suchen Druiden. Das erste Traktat nicht. Ist das überhaupt ein Druide? Ich nenne ihn die ganze Zeit Druiden, aber. Sie sind absolut inkompatibel. Wir suchen eine. Wo ist er? Muss da hoch irgendwo. Ich bin der Einzige, der die ganze Zeit durch die Gegend am Rennen ist, ne? Ich war nur darauf, dass irgendwie jemand zu kommt und denkt sich so, hey, Kerl, chill mal. Gott. Ey, das ist schon wieder falsch, ne? Hast du den Kaiber? Boah, Leute. Immer dreimal mehr als du. Und wie komme ich denn jetzt hier schon wieder hoch, Mann? Ist hier wieder voll den Umweg. Es wird nicht schaden, ja, so ein paar Leitern mal irgendwie so zu installieren, hier, ne? Müsste ich ja nicht wie ein Bekloppter die ganze Zeit rumspannen. So, jetzt muss ich darüber. Ne? Da ist eine Truhe. Dieses Terminal wird warten müssen. Na, warte. Aber da muss ich irgendwo so ein Elektro-Ding aktivieren. Da, würde ich sagen. Ich habe lange genug gewartet. Dusch. Boah. Schrott. Wir sind in so einem Jedi-Archiv irgendwie im Griff von Schrottplatz. So, zwei Truhen. Ja, da bin ich ja schon mal irgendwie so rumgelaufen, ne? Stell dich mal davor, ich würde hier so tot landen. Hi, Kerl.
Was eine nervtötende Vorrichtung. So, hier bin ich auch schon mal hier durch die Gegend gerannt, aber ich habe irgendwie nicht herausgefunden, wie man da hochkommt. Da ist irgendwie unter mir eine Truhe. Halt. Hier soll die sein. Halt. Nee, über mir. Oder da über mir. Hier soll die sein, irgendwo. Oder was? Hä? Da von mir, wo bringt mich das noch mal hin? Bring mich da nach oben. Aber jetzt gar kein. Ja. Die Plattform ist wohl nicht hier. Ah. Oh. Ja, deswegen rufe ich sie ja. Ja, das auch als Training. Tisch. Ja. Da gab es nämlich eine Trophäe irgendwie, wenn man irgendwie mit einem Stirnband trainiert. Habe mich gewundert, ob das funktioniert. Scheint ja. Na, guck mal, wie wir hier die Gegend kommen. Mit zwei Schatztruhen. Irgendwie erreicht die nicht. Bin ja schon mal hier mit meinen schnellen Bewegungen so hingegangen, ne? Aber irgendwie habe ich es nicht gefunden. Ja, gefühlt, ich muss irgendwas machen und dann irgendjemand tut dann eine Truhe platzieren für mich irgendwie so was. So. Oh, da kannst du rennen, glaube ich, ne? Ne. Komm ich darüber? Mich denn darüber? Ich weiß es nicht. Nur nichts auf der Karte hier so angezeigt irgendwie. So, hör mal, da kannst du schwingen und so, ne? Da ist eine Tür, sehe ich gerade. So. Heißt von irgendwie muss man. Vielleicht ist halt einfach noch nicht freigeschaltet, ne? Ja, und da ist der Aufzug dann, den ich noch nicht erreichen kann. Oder? Nee. Irgendwie so ein. So ein Dorfbewohner von Minecraft. Auf der anderen Seite. Ich weiß es nicht. Diese Schatztruhe verwirrt mich ja voll. Die Steuerung muss woanders sein. Das Gefühl, da muss ich noch ein bisschen warten, ne? Ich bin gerade hier etwas überfordert. Na gut. Wenn wir mal schief erstmal fertig anscheinend, ne? Und mit Jedda sind wir halt auch so halbwegs ein bisschen fertig, ne? So, wenn ich weiß. Ach, hier ist ja immer noch irgendwie.
Oh, guck mal, wie viel noch ist. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ach ja, das ist dieser Pilgerpfad, genau. Und dann dieses eine Rätsel muss ich auch noch lösen. Ich glaube, wir brauchen ja noch ein bisschen, bis wir ja alles erledigt haben. Okay. So, ich bin mir ziemlich sicher, da oben müsste irgendwas sein. Ne? Gucken wir mal, das ist mir vorher nämlich noch nie aufgefallen. Vielleicht ist hier irgendwas. Vielleicht wieder so ein Ding hier an der Wand. Ne? Da haben wir es. Bonk. Schon Jahrhunderte hier liegen. Ups, noch mein. Okay. Gut. So, jetzt wird mir eigentlich nur noch hier, ne? Was dieser Roboter ist, der hier die ganze Zeit am Flüchten ist. Ich habe versucht, den mal ohne Zeitlupe zu erreichen, aber ich krieg den nicht rein, gut. Der ist viel zu schnell. Und dann fehlt mir noch irgendwie ein so ein Datenbank-Ding. Da wird natürlich ein Spaß zu finden, ne? Ja, mal gucken. Bis gleich. So, ich habe das letzte Datenbank-Ding gefunden und ja, macht Sinn. Ich war noch nicht da. Und zwar hier. Nochmal. Also jetzt hier. An dem Ding. Ich habe gerade erst mal angefangen, die Dinger zu suchen. Ich habe wie so an den Ecken angefangen. Ich habe hier so angefangen von dem Gebiet und ja, jetzt mal auf keinen, warte mal, da oben war ich gar nicht. Und ja, jetzt fehlt mir noch das eine Ding, die eine Schriftrolle von diesem kleinen Druiden, aber mein Ding ist noch nicht voll, mein Zeitlupe-Ding, das heißt, ich muss noch ein paar Gegner hier killen, ne? Und dann versuchen wir uns das nochmal an den Typen, ne? Also bis gleich. Versuchen wir es mal mit einem Blaster. So, komm her. Okay. Ich habe das Gefühl, ich hätte den Blaster nicht gebraucht. Wie ließ er mich ganz schön nah an den herankommen? Okay, alles klar. So wie dazu. So, dann haben wir hier alle Sammelobjekte. Das heißt, wir können zum nächsten. Wir haben ein Gebiet hier noch nicht gefunden. Was? Wo habe ich denn hier noch nicht alles erkundet? Aber ich habe doch schon alles. Ja. Wo habe ich hier was verpasst? Was? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich sehe nicht wirklich einen Ort, den ich noch nicht erkundet habe. So eine, wahrscheinlich irgendwie so eine, so eine Wand, an der ich nicht dran gesprungen bin oder irgendwie sowas, ne? Ja, super. Ja, kann ein bisschen lustig werden. Hier, das hier zum Beispiel. Da bin ich, das dat. Boah, ich bin ja extra mit dem Blaster eingegangen, ne? So, ich habe extra den betäubenden Schuss hier ausgerüstet, welcher nichts gebracht hat, wie man gerade gesehen hat, aber ich war voll vorbereitet. Ich habe Zeitlupe versucht bei dem, aber ich könnte schwören, ich bin voll mit Zeitlupe, aber irgendwie konnte ich das nicht aktivieren. Und ich kann ja nicht irgendwie gucken, ob das gerade voll ist oder nicht. Deswegen kann ich das jetzt nicht gerade überprüfen. Aber irgendwie hat es nicht funktioniert, glaube ich. So, jetzt sagt mir nicht, weil ich hier nicht rüber gesprungen bin. Hat das nicht gezählt. Nee. Ich weiß es nicht. Ja, oder was auch immer hier fehlt, werde ich dann offscreen wahrscheinlich suchen, weil das ist ja wohl nicht cool, ne? Also, ja. Mir sind einige Sachen passiert offscreen. Ich stecke hier in der Wand fest, glaube ich. Helfer! Helfer! Ich wollte eigentlich nur da hochklettern, ne? Aber irgendwie bin ich dann da runtergefallen. Oh. Lass mich raus. Helfer! BD! Hilfst du mir mal, BD? Lass mich raus! Oh. Oh. Nein, ah, ich dachte, ich hatte es jetzt gerade.
Oh nein, ich bin am Fallen, glaube ich. Hilfe! Ich komme nicht raus! Hilfe! Lass mich aus dieser Wand raus! Ich komme nicht. Wie komme ich überhaupt hier raus jetzt, ne? Ja, da stand ich für einen Moment. Kann ich zurück zu einem Dings gehen, zum Speicherpunkt? Ich glaube nicht, ne? Okay, keine Ahnung. Ich beende mal das Spiel und gucke, ob ich dann wieder frei bin. Wenn nicht, dann... Tja, dann werden wir ja sehen, wie es weitergeht, ne? Also bis gleich. So, ich habe keine Ahnung, wo die letzten 6% sind von der trockenen Ebene. Das sind eine ganze Menge Prozent übrigens. Ich bin ja überall durchgerannt. Ich habe keine Ahnung, was sein könnte. Ich habe alle Sammelobjekte, von daher, solange es keine Trophäe gibt, decke jedes Kartenbereich hier 100% auf. Ist mir eigentlich vollkommen egal. Ich habe alles, was ich haben wollte. Von daher. So, jetzt sind wir hier, ne? Ja, gut gemacht. Hier soll es irgendwie noch was geben im Narkis Hochland. Ja, kann ich auch mal bitte hier hoch? Marin ist natürlich in der Wüste geblieben, weil warum nicht, ne? So. Aufmachen. Jedi-Lackierung. Okay, dann soll hier noch irgendwo was sein, ne? Da oben. Wie komme ich da oben hin? Da muss ich da irgendwie hochspringen oder so. Ja, ich sehe schon. Da oben ist ein Endhaken. So, Batman, wir uns mal da oben hin. Okay, ich dachte, da wäre so zum Rennen. Und der Skorpion ist da unten noch. So, hi, was geht, ne? Boah, wenn du mich irgendwie zu den letzten Ort bringt, der mir noch fehlt, da wäre natürlich perfekt, ne? Aber erstmal sagen wir das hier ein. Sugar. Fähigkeitenpunkt. Langsam ist halt ein bisschen unspektakulär, mal Fähigkeitenpunkte zu bekommen, ne? So, hier fehlt immer noch irgendwas. Ein Schatz. Ja, ich muss, glaube ich, sowieso wieder hier runter. Oh, hier irgendwo. Sag mal. War ich da gerade schon? Einmal, dann zweimal. Okay. Komm ich da überhaupt zurück? Ungefähr. Ja, cool. Aua. So. Ich habe gedacht, vielleicht muss ich noch irgendwie so ein ATST irgendwie erledigen, ne? Ich weiß, wir haben eine Story erledigt, aber ich weiß nicht, ob wir den irgendwie scannen konnten oder so. Deswegen habe ich das mal gemacht. Zu gucken, ob mir das fehlt. Ich glaube nicht, dass das hier richtig ist. Ist das hier irgendwo? Also ich kann auch nicht irgendwie hier so mal kurz da. So kurz irgendwie stehen bleiben, ne? Ich muss ja mal direkt wissen, wo es als nächstes weitergeht, ne? So. Gut, haben wir hier 100%. Cool. So muss das laufen, ne? Dann gehen wir als nächstes hier hin, würde ich sagen, ne? Gut. So langsam kriegen wir die 100% hier, ne? Also bis gleich. So, wir sind am Ausgangspunkt Pantheon. Und hier fehlen mir zwei Sachen und ich sehe die schon auf der Karte. Bein. Könnte ich mich schon wieder ärgern, wie ich das verpasst habe. Ne? Ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin hier mal hintergegangen. Bin mir ziemlich sicher, dass ich das gemacht habe. Aber ich habe wahrscheinlich diese blöde Vase nicht kaputt gemacht, wo er drin war. Ne? Boah, leck mich. Dann das zweite Ding ist hier drunter. Ich habe nicht gesehen, dass der ein Gegner ist.
Und da ist auch eine Truhe. Ich nie schon abgepasst. Ich hatte deren Angriffsmuster, ey. Ja, einfach nur so einfach hinfallen beim Angreifen. Weil also von diesen Viechern werde ich ja angegriffen. Ne? Frustrat. So. Ganz schön, ich habe gerade hier. Mein Gott, wie habe ich das verpasst? Schieß das Ding auf. Gerechtigkeit. Okay. Irgendwo hier ist auch das mit diesen komischen Rätseln, ne? Mit diesen Dingern, die ich hier rein und rausziehen kann aus der Wand. Da würde ich auch mal gern wissen, wie ich das erledigen kann. Ja, die Vögel. Ich erinnere mich. So, komme ich hier wieder hoch, bitte. Ich suche ja die ganze Zeit nach so einem blöden Rätsel hier. Das hier sieht zum Beispiel genauso aus wie dieses Gebiet, ne? Da ist hier eine Lösung von diesem Rätsel. Aber was mir auch aufgefallen ist. Oh. Ich wollte eigentlich. Egal. Die sahen aus wie diese Dinger, die irgendwie diese Steindinger als Körper haben. Von denen konnte man irgendwie so Steine irgendwie hier entfernen mit dem Angriff. Okay, gib mir Trophäe, dass ich irgendwie noch 5 Gegner auf einmal schmettern kann, aber irgendwie scheine ich noch nicht die Fähigkeit oder so freigeschaltet zu haben, um das zu machen, ne? So, ich wollte jetzt eigentlich. Wie komme ich jetzt hier hin? Nochmal, hier war das. Mein Gott. Da komme ich nicht hin so schnell, ne? Doch. Irgendwo darunter. Dann muss ich da irgendwo hoch anscheinend. Weil irgendwie muss auch so ein Tipp hier. Irgendwo muss es doch einen Tipp geben, wie man hier an dieses Rätsel lösen kann, ne? So irgendwo, ich weiß, das sind glaube ich so 10 Dinger, ne? Das heißt, irgendwas muss doch hier so ein Tipp sein. So hier, wie hier diese Dinger, ne? Irgendwo muss doch hier so ein Tipp stehen, irgendwo an der Wand. So, von 10 Dingern müssen 2 da drin draußen und mal vorsichtig sein, ne? Aber anscheinend nicht. Also ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, jedenfalls. Schauen wir hier schon so um, ne? So, irgendwo hier soll eine Truhe noch sein. Hier unten. Okay. Hätte ich auch eher finden können, eigentlich gesagt. K3, Wiedergutmacher. Lauf. Achso, ich wollte schon sagen. Ja, den hätte ich dann aber nicht öffnen können damals, ne? So, dann haben wir erstmal hier alles in der Umgebung, ne? Hier haben wir alles, hier haben wir alles. Das gleiche Gebiet, wo wir auch da zu diesem Pilgerpfad kommen. Ich glaube nicht, ne? Mal wieder woanders, ne? Doch, hier ist das. So, aber da teleportieren wir uns erstmal gleich hin, ne? Und dann sehe ich euch irgendwo da. Bis gleich. So, ich stehe jetzt hier wieder vor diesem Puzzle, ne? Und ich habe nicht die Lösung nachgeguckt, aber ich habe mal bei Reddit irgendwie geschaut, weil immer wenn ich irgendwie so Fragen habe und ich will nicht eine eindeutige Antwort, dann gehe ich immer nach Reddit, ne? Weil da stellen Leute normalerweise auch immer Fragen, ne? Und da hat jemand auch die Frage gestellt, so ich ist irgendwo so ein Tipp, wo man sehen kann, wie man das lösen kann, ne? Und wie gesagt, die Lösung habe ich nicht herausgefunden, aber irgendjemand hatte geantwortet, dass die Lösung in der Nähe ist. Also muss hier irgendwas sein, was mir einen Tipp gibt, was ich hier machen muss, ne? Ich weiß es nicht. Also irgendwo müssen so 8 Dinger sein. Und irgendwo müssen die dann...
keine Ahnung, irgendwie angezeigt werden und irgendeine Form oder so annehmen, mit der ich das Rätsel lösen kann. So, weiter habe ich auch nicht gelesen. Also die Person, die auf die Frage antwortet, hat gesagt, it's near. Also auf Englisch war natürlich, ne? Aber es ist in der Nähe. Und es bedeutet, irgendwo hier muss die Lösung sein. Irgendwo müssen so 8 Dinger sein. Nur wo? Ich sehe es nicht. Ich will jetzt nur die Lösung von dem Ding hier sehen. So, irgendwo müssen auch so 8 Dinger sein, ne? Und irgendwo muss hier so eine. Und ich habe schon alles irgendwie, ich habe schon so willkürlich irgendwie einige Dinger versucht. Ich habe schon hier mit Emir versucht, habe ich schon hier irgendwie zu scannen, so vielleicht sieht man hier irgendwie was anderes, ne? Wenn man das hier so scannt. Aber ich weiß es nicht. Anscheinend soll ja irgendwas sein, womit man das herausfindet. Nur was und wo? Ich glaube, ich muss den nichts kaputt machen, um irgendwie was hier herauszufinden. Nee. Ich würde das schon gerne allein noch schaffen zu lösen. Aber da muss ja auch irgendwo ein Tipp sein. Ich konnte das schon damals irgendwie lösen, ne? Das war ja grün. Da wird mir ja, glaube ich, grün angezeigt, ne? Ja. Warum ist denn das jetzt noch grün? Halt. Nein. Oh. Ja, muss doch irgendwie was sein. Ne? Irgendwie, die können einen noch nicht hier so ein Puzzle hier hinschicken, das unlösbar ist. Ich muss ja immer direkt an Skyrim denken, ne? So. Also irgendwie, weil nicht. Diese Clown-Wände, ne? Und da musst du irgendwie gucken, wo du irgendwie die Dings findest, hier die Kombination, ne? In diesen. Ja, du hast diese Türen und in den Clown sind irgendwie die, Na, die Lösung drinne, welche Symbole du drehen muss und so. So, ja, die Glocken, die drehen da ein bisschen durch schon die ganze Zeit so. Ich denke mal, irgendwie hier diese Dinger sind irgendwie wichtig, ne? So, und hier sind immer 10 Dinger. Das tut mich auch voll verwirren, weil das Ding, weil es sind 8. Also irgendwo muss doch hier. Kann auch nicht sein. Hier dieses, guck mal hier. Soll das hier die Lösung sein? Hier so unten links, oben in der Mitte und dann unten rechts, weil dieses Muster, das ist ja auf der Seite auch. Und auf der Seite, ist das die Lösung. Also unten rechts und dann die in der Mitte. Nein. So einzige, dass diese Form angenommen hatte. Ich habe schon willkürlich einige Kombinationen ausprobiert, aber das hat jetzt nicht so was gebracht. Hm.
ich dachte, ich hätte. Ach, so frustrierend, ne? Also ich sehe nichts. Ich glaube, ich muss die Lösung nachschauen, weil sonst ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich die Lösung nachsehe, dann will ich auch wissen, wie man da drauf gekommen ist, ne? Also anscheinend soll ja irgendwo hier was sein, ne? Was einen sagt, wie man die machen muss, ne? Angeblich. Nur wo, weiß ich nicht. Na gut. Dann sehen wir uns wohl mit der Lösung gleich wieder, ne? Was, ich habe keine Ahnung. Und ich sitze jetzt hier nicht noch. Ich sitze jetzt hier schon seit 20 Minuten dran, um das herauszufinden. Ich habe keinen Plan. Also, ja. Muss ich halt nachgucken. Also bis gleich. Okay, ich weiß jetzt die Lösung. Und ich weiß auch, wie man das hätte herausfinden können, aber das war wieder ein bisschen, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich darauf gekommen wäre irgendwann. Und zwar soll man hier hingehen, ne? Und ups, sorry. So, lass mich mal kurz hier in Ruhe, weil ich will was zeigen. Und zwar hier. Das Ding da. Ich glaube, da kann man sogar hin. Kann man da hin? Ich glaube nicht. So, diese Dinger hier sollen angeblich die Lösung zeigen. Das wird die Anachoreten interessieren. Guck mal hier, weil hier sind nämlich 1, 2. Und irgendwie das soll die Lösung sein, was ironisch ist, weil ich habe genau das Gegenteil gemacht. Ups. Wo bin ich? Ja, jetzt bin ich wieder hier. Aha. Toll, Alter, wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Gar nicht, ne? Boah, jetzt bin ich schon wieder irgendwo geladen, wo ich gar nicht sein wollte. Ah, jetzt muss ich wieder voll in den Umweg gehen, ey. Ich habe gar nicht gesehen, dass da übrigens ein Ding war, ne? So ein Schatz, ey, Kerl. Ey, Junge. Also ja, da wäre ich, glaube ich, nie drauf gekommen, ne? Ja, diese Dinger damit verbunden sind irgendwie. Und ja. So, boah, wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Ich will gar nicht hier überall hin. Ah. Ich wünsche, man könnte sich einfach zu seinen Teleportierpunkten hier wieder zurück. Spätestens, wenn man irgendwie die Story. Und wo kann man sich hier runterhängen anscheinend? Nein. So. Okay. Also ja, das soll die Lösung sein, ne? Also da war genau umgekehrt wie das, was ich gerade hatte. Was mich schon wieder hier so aufregt, ne? Ich habe irgendwie schon gewusst, dass das irgendwie so eine symmetrische Lösung ist, ne? Das heißt, wenn ich das irgendwie ausprobiert hätte. Jetzt komme ich hier wieder nicht zurück, ey. Boah, ich könnte so kratzen, ja, ne? Das fühlt sich besser an. So, hier ist noch Wind, oder? Ja, fängt natürlich, wenn ich. Ah! So, da sind wir wieder. So. Ich habe es ja ausprobiert und ich habe, glaube ich, den da und den da ausprobiert, ne? Ne, umgekehrt, ich habe das hier ausprobiert, ne? Aber es war genau das Gegenteil, ne? Also, ja. So, ne? Ja. Boah. Ich kann mich ja schon wieder so aufregen, ne?
Wäre ich aber auch nie drauf gekommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay. Alles klar. Oh, guck mal, ich glaube, ich weiß, wo wir herauskommen. Ja, wir sind jetzt nämlich hier. Das habe ich nämlich vom Weiten schon gesehen. Weil diesen Ort konnte man von da aus sehen. Und ich habe gesehen, wie der hier vom Weiten schon sichtbar war. Also ja. Gehört schon, aber ich bin nicht sicher, ob ich verstehe. Es ist der Krach, Junge. Kollege, du hast deinen Schatten hier in dem einen Ort vergessen. Ja, jetzt können wir uns wieder hinsetzen und Geschichten lauschen. Der größten fauligen Stinkbombe jenseits des Tiefkerns. Soll das heißen, wir riechen faulig? Ein Löffelpfirsich seid ihr nicht. Keine Sorge. Jetzt bin ich gerade obdachlos. Und habe meinen Anzug mit dem Stinkmusch aus der Glotzamkrabbe eingerieben. Oh, der alte Fisch wird nie erfahren, was ihn erwischt hat. Okay. Ich glaube nicht, dass der irgendwie sehr ein professioneller Angler ist. Er geht einfach irgendwo rein, steckt seine Hand da rein und boom, Fisch. Und seine starken Aromen. Und du hast ja auch einige Gerüche zu dem Gefecht beigetragen. Dafür schulde ich dir Dank. Nicht der Rede wert. Bis später, Junge. Und wasch dich doch mal mit Wasser. Das wäre schön. Alter, was soll diese Unfreundlichkeit in letzter Zeit? Da waren sie also. Vier Quarren. Wollte schon sagen, willst du mir nicht weiter erzählen, was hier los ist? Jeder wollte aus meinem kleinen, weichen Kopf einen Kaminschmuck machen. Ich blickte zu meinem Captain und der starrte zurück und fädelte mit den Armen. Wir beide starten uns an. In der Brunft, in Richtung der Harpune in meiner Hand. Für einen schwarzen Augenblick wollte ich diese Piratenquarren mit meiner Harpune gegen die Felsen nageln. Aber etwas hielt mich davon ab, den Auslöser zu betätigen. Vielleicht war es das Funkeln, das meinen Blick ablenkte. Das Funkeln eines vorbeischwimmenden Glumbrigals. Was würden diese Piraten von einer ganzen Schule funkelnder Glumbrigale halten? Ich will ganz ehrlich sein, die Geschichte von dem interessiert mich überhaupt nicht. Vielleicht liegt es daran, wie er irgendwie sie die Geschichte präsentiert oder so, aber... Du sprichst Alisch? Okay. Es ist stinklangweilig für mich, wenn ich ganz ehrlich bin. Nur der kleine Scoover hörte den Ruf. Aber mein irrer Gesichtsausdruck erschreckte die Quarren und sie ließen ihre Blaster fallen. Okay, Rückblicke an Genshin Impact und den unglaublich brutal langen Dialogen. Ich rede nicht von der Story, ich rede, wenn du irgendwie aus Versehen mit irgendeinem NPC redest und der dir eine ganze, seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Okay. So, guck mal, was da ist. Oh, ich wette, da ist ein... Oh, wir wetten, dass hier ein Machtriss irgendwo ist. Also, warte, ich kann halt doch ganz einfach nachgucken. Ne, ne, Sense, Datenbank. Oh mein Gott, das ist mal was hinter einem Wasserfall. Oh Gott. Oh oh. Oh Mann. Ah. Damit ich eigentlich die richtigen Waffen ausgerüstet habe. Das ist einer von den Kollegen natürlich. Ah. Ja, genauso elegante Angriffe wie normalen. Ich würde mal jetzt ganz scharf raten, die Betäubung bringt nichts gegen den, ne? Ne. Cool.
an, BD. Na gut. Boom. Ja. Ah. Ich finde das so schwachsinnig, deren Angriffsmuster, ne? Oh! Ich bin jetzt der Alpha. Süderbahn Alpha. Und da ist das Ding, was war. Weil ich mir gedacht habe, ist hier, ne? Ja, das ist auch ein Fertigkeitspunkt, ist, ne? Soccer, das klingt interessant. Ich muss niesen. So, jetzt sind aber noch zwei Schätze. Warum habe ich das markiert? Okay. Gut. Mein neuer Boss erledigt. Überrascht, dass wir ihn geschafft haben beim ersten Mal, aber nee, eigentlich nicht. Ich bin ein awesome Gamer, also eigentlich bin ich nicht überrascht. So. Na. Müssen ein bisschen tiefer die Dinger machen, ich verfehle die andauernd. So, ich will mal ein bisschen leveln. 4 Punkte. Und meine Dinger holen, ne? Meine Stims. So, jetzt mal hier so schneller Fokus. Ich will halt mal, irgendwie gibt es dafür auch eine Trophäe, also holen wir uns halt mal, ne, so Präzisionsausweichen. Ich habe das mal versucht, ich habe das mal einmal hingekriegt, mehr auch nicht. So, das hier will ich haben. Schmettern mal Gegnergruppen. Boom. Da gibt es auch eine Trophäe, wenn du mit 5 Leuten, glaube ich, machst, ne. Kann ich mir irgendwas für einen holen? Nee, ne? Ja. Ja, hol er das. Ich glaube, die ganze Zeit mit Doppelschwert rum. So, apropos Doppelschwert. Tu mal was anderes ausrüsten. So, Boni, Zocker. Oh, guck mal hier. Eine Erfahrung wird erhöht, aber wiederherstellen nach dem Tod ist nicht mehr möglich. Was? Was bedeutet das denn? Erfahrung wird erhöht, aber wiederherstellen nach dem Tod ist nicht mehr möglich. Jetzt hatte ich mir dann auf ewig Game Over. Ich kann dann immer weiterspielen. Hardcore-Modus oder was? Nein, danke. Klingt mir ein bisschen. Er klingt ein bisschen riskant. Ich weiß nicht wieso. So, lass mich mal hier. Wie tue ich den hier? Er bringt es irgendwie nicht so auf. Lass mal hier oder nicht. Ein Schwert und dickes Schwert. Jetzt ist mir mal aufgefallen, ist, warum ist das Schwert eigentlich so langsam? Ich meine, ja, das Lichtding ist ein bisschen länger. Ich meine, das Schwert ist ein bisschen länger, aber das ist ja immer noch Energie, ne? Also dürfte eigentlich keinen Sinn machen, warum wir irgendwie jetzt langsamer angreifen damit, ne? Ich glaube nicht, dass das Lichtschwert schwieriger wird. Na, guck mal hier. Guck mal hier. Ich berühre dich. In Erinnerung an einen Reisenden. Was sind hier ein Gegner? Da drin. Ja, guck mal hier. Ja. Okay, Leute. Jede Glocke steht für jemanden, der auf seiner Pilgerfahrt gestorben ist. Boah, Leute, kann ich das einmal machen, bitte? Geh noch mal ein bisschen weg. Na, eigentlich wollte ich ihn hier. Ja, deren Hüte kann man entfernen. Boah, ich wollte nur einmal kurz hier heben, ne? Boah, die lassen mich nicht machen. Hat das schwer nicht geklappt. Er wird den Angriff jemals durchkriegen, ne?
Wie willst du den Angriff jemals durchkriegen, ey? Also, ich würde die ganze Zeit angriffen. Ich komme gar nicht dazu, den anzusetzen, ey. So. Ich sehe jetzt einen Stim. Da kann natürlich auch helfen, ne? Achtung, BD. Also kannst das Ding einfach mal da reinstecken, ne? Was wenn er denn kaputt geht? Wir haben 11 Stims. So, haben wir jetzt hier alles? Ja, gut. Das war hier auch fertig. Bin mir nicht sicher, wo mir hier noch was fehlt. Hier. Pff. Da ist ein Schatz. Aber hier sind wir erstmal fertig, ne? Gut. So, das Rätsel fand ich ein bisschen, weiß nicht, zu kryptisch, ne? Ich wäre nie im Leben darauf gekommen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt hier schon aufnehmen bin. Ich tue ja so einzelne Sachen natürlich aufnehmen. Guck mal, hier vier neues, ne? Oh ja, wir werden hier noch ein paar Sachen finden anscheinend. Also ja. Ich sehe euch dann, wenn ich wieder was finde. Bis gleich. So, hier ist irgendwie ein Schatz. Wie komme ich da hin? Gehe ich da einfach rüber? Ich glaube ja, ne? Aber ich dachte, hier wäre eine Wand. Aber ist glaube ich nicht. So, oh nein, sag mir nicht. Oh, nee. Ich denke, Schwester Task würde gerne mal einen. Wollte schon sagen, ist er wieder in so eine Vase oder so versteckt, aber nee, ich habe einfach nur übersehen. Gut. So, ging schnell. Sind wir ja fertig. Nächstes Gebiet. So, irgendwo hier geradeaus ist was. Hier. Boom. Ich bin froh, dass wir die hier gefunden haben. Keine Ahnung, ich das schon wieder verpasst habe, aber okay. Und da war schon in dem Gebiet, ne? So, in Jeddah sind wir soweit erstmal fertig. Einige Sachen haben wir noch nicht, aber die sind irgendwie abgesperrt, ne? Hier ist abgesperrt, hier ist abgesperrt. Ich weiß nicht, ob man da, also steht versperrter Weg, also nicht, man kann da nicht durch, ne? Die 6% hier sind immer noch nicht aufgedeckt. Ich weiß nicht wieso, aber ist mir auch egal. Und ja. Hier die Thron, die kann man nicht erreichen, die Türen kann man nicht öffnen. Also wir haben bis jetzt alles, was wir hier finden können, gefunden, würde ich jetzt mal sagen. So, ich gebe jetzt noch meine letzten Dinger hier aus, ne? Wofür eigentlich auch nicht mehr so viele hier fehlen müssten, ne? Das nehme ich. Eine Schriftrolle fehlt mir noch, alles. Das ist natürlich sehr bitter gerade. So, ich weiß, ich glaube, wir sind erstmal so 50 Minuten ungefähr. Hey, hey. Aber ich mache den Part dann noch heute ja fertig, ne? Ich glaube, wir sind sogar unter 50 Minuten, wenn ich so ein bisschen schneide. Und ja, nächstes Mal sind wir dann, machen wir uns dann auf den Weg nach Kobo, würde ich sagen, ne? Weil da geht die Story weiter. Und wie es dann hier so weitergeht, so, ob ich hier irgendwann hinkomme oder nicht, werde ich ja sehen, ne? Aber erst einmal, warte mal, was ist das? Ach, das ist so ein Ball. Ich dachte erst, da wäre so ein Druide, wo man sich irgendwie so ranhängen kann oder so, ne? Also ja, vielleicht kann man schon dahin oder nicht, ich weiß es nicht. Ich werde aber irgendwann noch mal jetzt zurückkommen und dann sehen wir weiter, ne? Fürs Erste sage ich dann erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser schatzsuchende Folge trotzdem gefallen. Wenn nicht, hinterlasst trotzdem ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.